Hallo meine Lieben und herzlich willkommen live in meiner Küche zu einem Schwangerschaftsupdate, aber auch Geburtsplanung oder wie soll ich es nennen? Also ich komme gleich auf alles zu sprechen. Ich schaffe es nur halt zurzeit nicht, mich wirklich vor die Kamera zu setzen und euch das alles ganz entspannt bei einer Tasse Tee oder so zu erzählen. Ich mache gerade gefüllte Paprika oder fange gerade an, diese zu machen und erzähle euch einfach alles dabei. Sorry, aber ja, anders schaffe ich es halt zurzeit nicht. Ich hoffe, die Geräusche sind nicht zu ablenkend und störend. Ich wasche gerade den Reis. Ich bin jetzt in der 10. Schwangerschaftswoche und also 9 plus 5 ist heute ganz genau. Meinen ersten Arzttermin, also den allerersten in dieser Schwangerschaft, habe ich nächste Woche Montag. Da bin ich dann 10 plus 2. Und ich habe bewusst so lange mit diesem Arzttermin gewartet, da ich ja nicht wollte, dass mir Angst gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Halt, wenn man in den ersten Wochen zum Ultraschall geht, dann ist es öfters so, dass der Arzt zum Beispiel sagt, ja, man sieht da jetzt halt noch nicht das Embryo, man sieht dann nur den Dottersack. Und kommen Sie noch mal in 3 Tagen. Und dann macht man sich ja als werdende Mama total verrückt, weil man ja nicht der Norm entspricht. Es ist ja dann halt unnormal, dass das Baby vielleicht 2-3 Tage zurückentwickelt ist. Und dann macht man sich halt einfach sofort Sorgen, oder ich zumindest. Und deswegen habe ich gesagt, ich warte dieses Mal, bis ich so weit bin, dann sieht man halt direkt ein kleines Gummibärchen, 3-4 Zentimeter groß. Und wenn es dann 2-3 Tage zurückdatiert wird, dann ist es nicht so schlimm, denn es ist ja schon weit. Man muss auf jeden Fall das Herzchen schlagen sehen. Natürlich, wenn man das dann halt so erzählt im Bekanntenkreis, man geht erst in der 11. oder 12. Woche zum Frauenarzt, ja, dann ist halt immer die Frage, ja, um was ist, wenn was ist? Du musst doch zum Arzt. Es ist halt in unserer Gesellschaft so, dass eine Schwangerschaft irgendwie mit Krankheit gleichgestellt wird. Also wenn man schwanger ist, dann muss man sofort zum Arzt gehen. Aber ich frage mich, ich hatte im Februar eine Fehlgeburt, die können eh nichts machen. Die sagen dann, wenn man anfängt zu bluten, ja, ruhen Sie sich aus und warten Sie ab. So ungefähr. Die haben auch dazu mir gesagt, Sie können auch im Krankenhaus bleiben, aber wir würden eh nichts machen. Also die Ärzte können mir ja nicht helfen, wenn eine Fehlgeburt kommen sollte. Und deswegen, ja, warum soll ich da hin? Die Schwangerschaft habe ich selber festgestellt. Erstens habe ich, weiß ich nicht, 10 Schwangerschaftstests gemacht, die positiv waren. Und zweitens, ja, spüre ich es auch. Also mir ist so übel, meine Brust ist explodiert. Ich bin müde, ich mache 2-3 Mal am Tag ein Schläfchen, wenn ich nicht arbeiten muss. Und selbst wenn ich arbeiten muss, lege ich mich hinten da auf die Pritsche. Ja, und natürlich das Ausbleiben der Periode. Ich hatte auch nicht wirklich, also ich hatte keine Blutungen jetzt in den ganzen 10 Wochen. Und ich habe mir halt immer gesagt, solange ja ich keine Blutung habe, wird auch alles in Ordnung sein. Weil was soll denn sein? Es wird schon alles okay sein. Und wie gesagt, wenn halt nicht, dann nicht, dann kann es auch niemand ändern. Dann soll das so sein, dafür brauche ich nicht zum Arzt gehen. Ja, und das war halt der Beweggrund, warum ich jetzt erst am Montag zum Arzt gehe. Natürlich freue ich mich darauf, dann das Baby zu sehen, unser kleines Gummibärchen. Und ich hoffe natürlich, dass alles in Ordnung ist und dass das Herzchen kräftig schlägt und dass wir es vielleicht sogar hören, das Herzchen. Aber ich möchte auch nicht, ja, alle 2 Wochen oder so zu dem Frauenarzt gehen und jedes Mal einen Ultraschall machen. Ich will mich da einfach nicht verrückt machen lassen. Man kann, also, die erzählen einem immer die Risiken, die Risiken, die Risiken und es ist halt, natürlich sind gewisse Risiken da, aber die hat man ja immer, die habe ich auch, wenn ich über die Straße gehe und es ist einfach was ganz Natürliches, schwanger zu sein und es wird schon normal alles laufen. Ich habe bei meiner ersten Schwangerschaft, da war ich ja in England und da ist das alles nicht so wie hier. Da hat man halt 3-4 Mal einen Termin, um zu kontrollieren. Da hört die Hebamme mit so einem Röhrchen am Bauch und sagt, ja, alles okay. Dann hat man 2-3 Mal einen Ultraschall
Und dann war ich beim Geburtsvorbereitungskurs und das war dann halt mit 60 Menschen in einem Raum. Dann hat einem die Hebamme da ein bisschen was erzählt. Und dann war halt die Geburt. Natürlich im Krankenhaus, weil das ist ja jetzt 10 Jahre her. Und da hat man nicht so, da gab es vielleicht schon Internet und YouTube und so, aber ich habe es halt noch nicht so genutzt. Ja, es war halt ganz normal, dafür ins Krankenhaus zu gehen. Heute denke ich da ein bisschen anders. Das werde ich euch jetzt erzählen, wie ich darüber denke. Ich hatte in meiner Schwangerschaft, die erste dieses Jahr im Februar, wo ich leider eine Fehlgeburt hatte, hatte ich schon Hebammen kontaktiert, weil ich wollte gerne im Geburtshaus entbinden. Aber es war halt so, dass viele waren schon voll, als ich angerufen habe, oder die waren total unfreundlich zu mir, oder die haben gesagt, also was heißt unfreundlich, halt nicht so, wo ich gesagt habe, boah, yo, da fühle ich mich direkt wohl und gut aufgehoben, da möchte ich mir das angucken. Ja, dann waren manche, weil hier in dem Ort, wo wir sind, ist direkt kein Geburtshaus, und die, die weiter weg sind, haben gesagt, das ist zu weit. Das machen die nicht so weit weg. Und selbst wenn ich gesagt habe, wir übernehmen die Kosten für Anfahrt, für die Zeit und für die Anfahrt oder so, haben die das nicht gemacht. Und dann habe ich eine Hebamme gefunden, die auch super nett war oder ist sie immer noch. Und die arbeitet aber leider nicht mit einem Geburtshaus zusammen, sondern da wäre es eine Hausgeburt. Ja, dann habe ich halt mit Bernd gesprochen und er sagt, ja, du musst das entscheiden, das ist deine Geburt. Also klar ist das unsere Geburt, er ist dabei, aber ich liege ja dann nun mal da oder stehe oder wie auch immer und ich soll das entscheiden. Ja, und dann habe ich halt das Baby ja leider verloren und damit war dann eh alles ja hinfällig. Und auch da hatte ich damals diese Hebamme informiert, als ich Blutung bekommen habe, und sie hat auch gesagt, ja, du kannst jetzt ins Krankenhaus gehen, wenn du möchtest, aber die werden dir nicht helfen können. Und solange du keine Schmerzen hast, also kannst du auch zu Hause bleiben. Ich habe mich ja dann dafür entschieden, ins Krankenhaus zu gehen. Aber wie sie auch gesagt hat, die konnten mir halt gar nicht helfen am Ende. Ja, und dann war halt ja das Baby weg. Da hatte ich sie informiert dann und dann war das halt so. Und als ich jetzt dann wieder schwanger wurde, habe ich sie direkt angerufen und habe gesagt, ich weiß, es ist noch ganz früh, ich war halt da 4+2 oder so, da habe ich sie angerufen. Und hat sie gesagt, das ist ja egal, immer früh anrufen, das ist gut und so. Aber da ich jetzt Entbindungstermin 16.01. habe, ist es so, es sind ganz viele Hebammenpraxen und Hebammen und Geburtshäuser sind über Weihnachten und Silvester im Urlaub. Bis einschließlich 6. Januar oder so ist das dann. Und ja, die können mir halt nicht garantieren, dass ich natürlich mein Baby am 16.01. bekommen werde. Das könnte natürlich früher kommen. Und so auch meine Hebamme, die ist auch im Urlaub, die ich da hatte. Aber sie hat gesagt, telefonieren Sie rum und ich schreibe Sie auf die Merkliste. Und dann melden Sie sich einfach nochmal. Und im Zweifelsfall würde sie mich halt betreuen und dann hoffen wir einfach, dass die Venen einsetzen, wenn sie aus ihrem Urlaub zurück ist. Dann habe ich wieder ja rumtelefoniert und das war dasselbe wie im Februar. Das halt, ja, das war dasselbe. Entweder waren die schon ausgebucht oder die waren unfreundlich oder zu weit weg und dies und das. Es war halt immer irgendwas. Und dann habe ich halt noch überlegt ein bisschen, weil wenn man das halt im Bekanntenkreis erzählt, dann ist ja sofort, ja, um was ist, wenn was ist? Wenn, keine Ahnung. Also, ne, wenn halt, wenn man eine Hausgeburt macht, und was ist, wenn was ist? Das ist ja immer die große Sorge, weil man ist ja schwanger und man hat eine Geburt und das ist Krankenhaus. Das ist ein Fall fürs Krankenhaus. Das kann man nicht alleine zu Hause mit einer Hebamme, das geht nicht in unserer Gesellschaft. Ja, habe ich mich so ein bisschen, habe ich mir Angst machen lassen oder auch, ja, so, wie soll ich das sagen? Meine erste Geburt, die war halt ganz natürlich, also ohne PDA, ohne, ja, ohne alles. Und es war schmerzhaft. Aber auch, weil ich gar nicht vorbereitet war. So, ich habe mich überhaupt nicht belesen. Gar nicht, so, zum Beispiel heute gibt es einen Geburtsplan, wo man sich Gedanken drüber machen kann, wie man das haben möchte und so. Das habe ich halt alles gar nicht gemacht, weil das gab es halt gar nicht. Und heute, glaube ich, würde ich das alles ganz anders machen. Ich war halt wirklich ganz klassisch auf dem Rücken gelegen und das Kind rausgepresst, so. Und heute würde ich so viel anders machen, halt, ja, versuchen, in mich reinzuhören und alles, so.
ganz viel natürlicher halt. So, wenn ich stehe und mein Becken bewege oder so, dass das Kind halt weiter runterrutscht. Und ich hatte halt niemanden, der mir das damals gesagt hat, was man machen könnte, um den Geburtsprozess positiv voranzutreiben. Ne? Oder, ach, ich weiß es nicht. Das gab es halt alles nicht. So, ich wusste es einfach nicht besser. Und auch niemand in meinem Bekanntenkreis. Es war halt einfach normal, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, und durch diese ganzen äußeren Einflüsse, sag ich mal, habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich ins Krankenhaus, habe mich hier erkundigt über unser örtliches Krankenhaus. Die haben ja auch sehr viele Geburten hier, weil die Kinderklinik ist nicht weit von uns und die kommen von überall her, um ihre Kinder hier zu gebären und so. Nun weiß ich nicht, ob es positiv ist, wenn da, keine Ahnung, so 2000 Geburten, glaube ich, im Jahr oder 3000 Geburten im Jahr sind. Das ist halt so voll die Massenabfertigung. Ich habe in einem anderen Krankenhaus geguckt, ein bisschen weiter weg. Da sind so 600 Geburten im Jahr. Also hier ist schon echt enorm viel. Die kommen, wie gesagt, von überall her. Aber es heißt ja nicht, dass es gut ist. Es gibt ja auch diese Werbung, meistverkaufte Matratze Deutschlands. Aber es heißt ja auch nicht, dass sie gut ist. Es heißt halt nur, dass die Lemminge sie alle kaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und hin und her. Und heute habe ich dann halt, also immer wieder habe ich aber für mich gedacht, ich möchte nicht ins Krankenhaus, ich bin nicht krank. Ich kann das ohne PDA und ich kann das ohne Dammriss. Ich bin damals bei meiner Geburt so stark gerissen, dass ich nach der Geburt 2 Stunden im OP musste. Und da hatte ich dann die PDA für bekommen, nach der Geburt. Nach der Geburt habe ich die PDA bekommen, damit ich operiert werden kann, damit die den Damm wieder zunehmen können. Und heute würde ich es alles anders versuchen. Ich glaube, wenn eine vernünftige Hebamme, die würde mir vielleicht den Damm massieren bei der Geburt oder mir vorher schon sagen, mach eine Dammmassage und so, dass es gar nicht so weit passiert, so weit kommt, dass es reißt. Und auch bei der ersten Geburt, ich habe den ganzen Geburtsprozess, ich habe geschrien, please don't cut me, weil ich so Angst hatte, dass die mich schneiden. Ich hatte da so Angst vor. Und ja, bin ich halt gerissen. Die haben mich nicht geschnitten. Ich bin gerissen. Bis ins Nimmerland bin ich gerissen. Ja, mal eben die Paprika zählen. 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. So. Ich mache mal ganz viele, damit wir genug haben zum Einfrieren. Jedenfalls, ja, habe ich heute dann auf YouTube wieder geguckt. Und immer wieder mal zwischendurch, auch die letzten Tage und Wochen. Und es gibt eine, ich glaube, die heißt Sarah Schmidt, die macht halt Alleingeburten. Also das erste Kind hat sie mit einer Hebamme bekommen und ich glaube, insgesamt hat sie 7 Kinder bekommen und die macht halt Alleingeburten. Und die habe ich schon geguckt, da war ich noch gar nicht wieder schwanger geworden. Schon vor, weiß ich nicht, 1, 2 Jahren habe ich die geguckt. Und die zeigt auch wirklich ihre Geburten, wie sie da zu Hause im Garten oder im Wohnzimmer ihre Kinder kriegt, auch Zwillinge. Das ist so faszinierend, wie natürlich dieser Prozess einfach ist. So habe ich mich dazu entschlossen, egal was alle anderen sagen, mach dich nicht verrückt. Das ist natürlich, die Geburt ist was ganz Natürliches und Michaela, du schaffst das und so. Und ja, habe ich dann heute versucht, meine Hebamme anzurufen und natürlich ist sie erstmal nicht drangegangen. Und dann habe ich mich gezwungen, nicht Sturm zu klingeln, weil als dann so endlich diese Entscheidung gefasst war, ja, du machst das, du machst eine Hausgeburt, Michaela, du machst das nicht im Krankenhaus, da wollte ich sie sofort anrufen. Wollte sofort einen Termin mit ihr machen und mit ihr reden und sowas alles. Ja, und da ist sie nicht drangegangen. Also, ja, habe ich gesagt, Michaela, bleib cool, du hast ja deine Nummer gesendet und sie wird das sehen, dass du angerufen hast und sie wird dich zurückrufen. Das hat sie dann auch gemacht, ungefähr eine Stunde später. Aber diese Stunde hat für mich eine Ewigkeit gedauert. Ja, und es ist jetzt so, sie hatte mich vorgemerkt, aber es waren ja nun jetzt 6 Wochen dazwischen. Und ja, sie hat jetzt halt 5 Frauen im Januar dran. Sie ist halt Anfang Januar noch im Urlaub. Also im Januar und Anfang Februar hat sie 5 Frauen und das ist mehr als voll, sagte sie. Weil ich mich halt so lange nicht gemeldet habe, hat sie gedacht, ich habe jemanden gefunden. Ja, dann war ich halt total traurig, weil die ist wirklich so sympathisch, ne? Das ist so voll so, nur durchs Telefon, das war halt einfach so voll die eine Wellenlänge, sofort. Ja, und dann hat sie gesagt, es ist ja leider so, wissen Sie ja selber, dass manche noch abspringen, das ist mir im Februar auch passiert. Und sie hat mich jetzt auf die Warteliste gesetzt und ich mache mich gleich ans Telefon und ja, versuche wieder Hebammen hier im Kreis irgendwie zu erreichen.
ob ich Glück habe, ich weiß es nicht. Oder ob ich im allerschlimmsten Fall hier auch Alleingeburt mache, ich weiß es nicht. Ich möchte halt nicht ins Krankenhaus, weil ich glaube, die greifen einfach viel zu schnell in diesen Prozess ein und machen es damit schlimmer. Also die sagen halt so zum Beispiel, ja, es ist jetzt Stichtag und wir sind jetzt 3 Tage drüber oder 5 oder keine Ahnung und was auch immer, wir müssen jetzt einleiten. Und dann leiten die das ein und eigentlich ist der Körper und das Baby aber noch gar nicht bereit und dann bekommt man so mega, mega Wehen und sag ich jetzt mal einfach so in meinen Gedanken, ja, dann geht der Herzton runter und jetzt müssen wir einen Notkaiserschnitt machen. Also wisst ihr, wie ich das meine? Versteht ihr, wie ich das meine? Einfach, die greifen ein in den Prozess oder die drücken einen beim Pressen so auf den Bauch, dass das Baby rauskommt schneller. Oder eine Saugglocke oder so. Ich möchte das alles nicht. Ich möchte das natürlich zur Welt bringen. Und ich möchte, dass die Nabelschnur nicht direkt durchgetrennt wird. Ich möchte, dass mein Baby direkt auf die Brust gelegt wird und die Nabelschnur noch ein bisschen dranbleiben darf. Und ich will nicht, dass sie mir das Baby direkt wegnehmen und untersuchen. Außer es ist jetzt irgendwas Schlimmes, aber es ist ja im Normalfall nicht, dass es bei mir bleiben darf einfach. Die brauchen das auch nicht waschen, wenn da diese Käseschmiere dran ist. Weil, warum? Es hat einen Sinn, dass sie da ist. Ja, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Und selbst wenn ich ins Krankenhaus gegangen wäre, hätte ich sofort danach nach Hause gewollt. Also man muss ja dann 4 Stunden oder so da bleiben. Ich möchte es einfach nicht. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt in den Kommentaren ganz viel Gegenwind bekommen. Weil man muss ja ins Krankenhaus. Und so. Und wenn was ist. Also das Krankenhaus ist, wenn wir mit dem Auto fahren, ist es 1 Minute von uns entfernt. Und ja, ich weiß es nicht. Es ist ja jetzt noch nichts entschieden. Ich muss nachher erstmal telefonieren. Und Montag habe ich ja auch erstmal den Frauenarzttermin und da gehe ich ja auch hin. Und dann zeige ich euch im nächsten Video, also nicht im nächsten Video, aber in einem der nächsten Videos zeige ich euch natürlich auch das Ultraschallbild und alles. Ja. Ich muss mal eben den Reis probieren, ob der schon durch ist. Ein paar Minütchen noch. Ja, ich weiß auch nicht. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ob ihr Erfahrungen habt mit Hausgeburten oder wie es bei euch war im Krankenhaus oder bei der Hausgeburt oder wo ihr Hebammen her habt in der 10. Woche. Ist ja noch schwieriger, eine aufzutreiben als in der 5. Woche. Ja, ich bin gespannt, was ihr mir schreibt und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.